Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 37, Verben mit Infinitiv, immodale und temporale Lesart. Je nach Funktion wird Verben in drei Kategorien eingeteilt, als Korpularverb, Passivhilfverb und temporal-modales Hilfverb. Im letzten Fall wird es ausschließlich in Infinitivform gebraucht. Als temporal-modales Hilfverb beschreibt Verben ein Sachverhalt in zeitlich und oder modale Einordnung. So kann es in Verbindung mit der Präsensform des Vorverbs das Einfachfutur des Verbs zum Ausdruck bringen. Beispiel, er sagt, er wird um 12 Uhr vor Ort sein. Hierbei ist das Futur zumeist deiktisch verankert und stellt einen Bezug zu zukünftigen Tatsachen dar. Signalisiert wird dadurch die Faktizität der gegebenen Aussage. Zudem kann Verben mit Infinitiv epistemisch genutzt werden. Der vom Sprecher verwendete Kontext verweist hierbei auf dessen Wissen. Dadurch wird ein Bezug zur Gegenwart hergestellt. Anders als im Fall der temporalen Verwendungsweise der Verbform beschreibt die Modale jedoch keine belegbaren Evidenzen. Es werden also vor allem noch nicht bewiesene Behauptungen ausgesprochen. Beispiel: Vermutlich wird er vor Ort sein.